Als Übersicht, als Grafik für Sie zur Zusammenfassung. Was waren denn die interessantesten Titel heute? Also Werte mit einem hohen Volumen. Da ist natürlich ganz oben das Symbol oder Titel Virgin Galactic zu nennen mit dem Symbol SPCE. Wir hatten es vorhin besprochen, es gab einiges an erhöhten Call-Volumen. Hier wohl auf den Einstieg eines größeren Hedgefonds zurückzuführen. Wir hatten ein erhöhtes Put-Volumen, also eher auf wirklich Fortsetzung dieses Abwärtstrends bei PCG. Und auch hier ganz interessant, Upwork Incorporation mit einem dementsprechend hohen Call-Volumen und auch ganz am Anfang vielleicht einer Aufwärtsbewegung der Titel mit dem Symbol FEYE. Und ja, die werden wir uns jetzt im Detail noch einmal genauer anschauen, bevor wir dann hergehen und entsprechende Positionen hierzu mit eröffnen. So, dazu kurz der Blick in Finviz. Wir fangen einfach mit SPCE an. Wie gesagt, Quartalszahlen kommen am 3. August. Also wenn man jetzt eine Position aufmacht, muss man natürlich auch darauf mit achten, dass es hier im nächsten Monat dann auch die Quartalszahlen gibt. Hier nochmal die News mit dem Hedgefonds. Der bei dem Wert wohl investiert ist, was auch diesen Ausbruch um die 11% heute ja, verursacht oder mit bedingt hat, je nachdem, wie Sie es jetzt bezeichnen wollen. Den nächsten Titel, den wir hier in der Liste hatten, war PCG, also das Symbol PCG. Und hier sind die Earnings jetzt gar nicht angegeben, müsste man dann über eine andere Quelle noch einmal mit versuchen. Das war aber der Wert, wo es ganz klar in Richtung fallende Kurse oder vielleicht sogar neues Tiefkurs geht. So sieht es jedenfalls momentan im Chart aus und das hat sich auch im Optionsvolumen niedergeschlagen. Und die letzten zwei Titel haben wir Upwork Incorporation mit den Earnings am 6. Mai. Also die sollten dann eigentlich auch schon wieder am Anfang August, am 6. August höchstwahrscheinlich kommen. Hier gab es jetzt auch nicht allzu viele News. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Titel von heute bezüglich des 4. Annual Work Without Limits Summit, was wohl stattgefunden hat. Also das scheint mir so vom Chart her und auch vom Verlauf ganz interessanter Titel zu sein. Der ist natürlich jetzt schon gut gelaufen mit 9%. Keine Frage, ist das schon ein guter Anstieg. Aber hier lohnt sich wirklich nochmal ein genauerer Blick. Was macht die Firma? Wo kann die Reise noch hingehen? Und wir haben ja hier auch alle Strategien zu sagen, ja, der muss jetzt nicht in den nächsten Monat schon über 20 gehen, so wie teilweise die Wetten jetzt hier aussahen. Sondern ja, wir vermuten jetzt einfach mal, er geht nicht mehr unter 14 oder wollen den vielleicht günstiger kaufen. Also da werden wir natürlich gleich nochmal detaillierter reinschauen. Und der Wert, wo wir jetzt schon eine Position mit eröffnet haben, war der Titel FireEye Incorporation. Softwareinfrastruktur ist der Bereich. Quartalszahlen kamen ja Ende April und da gab es jetzt heute keine weiteren Meldungen. War natürlich auch der Anstieg der Aktie selbst. Läuft ja aber jetzt nur bis nächsten Freitag die Option, die wir gehandelt haben. Aber sehr ganz gute Chancen, je nachdem, wie die Gesamtmarktsituation dann auch morgen ist, dass wir da morgen vielleicht sogar schon über die 13-Dollar-Marke springen. Ja, das waren die vier Titel. Und dann gehen wir gleich einen Schritt weiter.